Hallo, Robi hier von NR Production und das ist, keine Ahnung, wie das heißt, Karmesin und Purpur Paldeas Schicksal. Er hat letztens darüber geredet, dass wir weitermachen wollen. Dann habe ich das schöne Ding hier gesehen und gleich gedacht, hole ich mir. Und ja, machen wir direkt auf, oder? Jetzt erstmal schauen, wie man das Ding überhaupt hier aufmacht. Ohne da viel kaputt zu machen. Was ist denn das? Hier unten wahrscheinlich. Das sieht so nach Öffnen aus. So, wie kriegt man das Ding jetzt auf? Kann man das irgendwie rausziehen? Ja, ich glaube, ich muss mal einfach hier aufreißen hier vorne. Ich habe versucht, gemütlich zu machen. Komm schon. So. Jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Banane. Das ist Plastik, wahrscheinlich der Karthalter. Ich habe da irgendwas gelesen von dem Karthalter drin. So sieht es ausgepackt jetzt aus. Jetzt bin ich gespannt, wie das nochmal aufgeht. Ui. Ui. Wunderschön. So sieht es nochmal aufgeteilt aus. Ah, das ist wahrscheinlich ein Karthalter für die Riesenkarte. Mann. Über. Wunderschön. Fast so groß wie eine von den Boxen hier. So. Dann haben wir die drei. Wie kriege ich die raus? Ah, hier. Kann man das irgendwie rausholen? Yep. So. Was ist das? Ah, wie so ein Code. Könnt ihr dann auch haben. Der erste, wo es scannt oder haben will, kann es nehmen. Haben wir einmal die schöne Karte. Sieht auch fett aus. Das Skellokrok. Wunderschön. Das sind wahrscheinlich diese drei Promokarten, was drauf stand. Die drei Entwicklungen. Jetzt muss ich, kriegen wir das raus hier. Aber na. Die Vorentwicklung, Lokroko. Wunderschön. Alle drei Glitzer. Aber steht da auch irgendwie Promo drauf, wie früher? Da gab es immer diese Karten und dann habe ich ja gezeigt, meine alten. Da war dann Zapdos und da stand da einfach nur Promo drauf. Da wo Fossil ist oder Team Rocket Zeichen oder irgendwas sowas. Aber die sind ganz normale Karten, da sieht man nicht, ob es Promo-Karten sind oder nicht, oder? Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ah doch, da unten sehe ich einen Stern jetzt. Ganz da unten. Komm, fokussier, Kumpel. Muss ich so machen? Steht da? Promo, oder? Ja, aber mega winzig. Das heißt, wenn ich ranzoome, sehe ich nichts. So, dann haben wir das Plastik auch weg. Jetzt kommen die schönen Booster. 8 Stück stand drin. Schauen wir mal gleich mal welche. Einmal den hier. Einmal Pikachu. Komm raus, Kumpel, komm raus. Den hier haben wir doppelt, wie es aussieht hier drin. Einmal. Komm raus. Zweimal. Aber dann haben wir den auch doppelt. Den hier nochmal. Der hier ist einmal drin. Oder sind es einfach immer die gleichen Karten, weil da steht immer der gleiche Text drauf. Paldeas Schicksal. Und die haben einfach nur verschiedene Außenverpackungen. Keine Ahnung. Weil das. Der hier ist dreimal drin. Sonst ist hier. Ah, die Card Holder ist noch drin. Wie kriege ich den raus? Zerteilt sich 1000 Teile gefühlt. Ja, für 62 Euro.
Sollte schon ein bisschen mehr drin sein, ne? Das ist wahrscheinlich der Cardholder. Der Rest ist nur Plastik. Aber ich dachte, das wäre auch ein Cardholder für die ganz große Karte. Sorry, habe ich angestoßen. So. Sieht aber auch cool aus. Ah, da kann man die reintun, die drei Stück. Wie geht das Ding auf? Hier irgendwie. Aber sieht auch fett aus. Kann man irgendwo reinmachen. So. Dann kommen wir jetzt auch zum Favorite Part. Das Öffnen. Huhuhu. Jetzt bin ich gespannt. Fangen wir hier gleich an. Warte mal. Gehe ich wieder auf 1, ein bisschen näher. Zack. Ja. Ja. Gleich besser. Hat er rausgesehen, weil es so ein großes Paket war. Dann starten wir gleich. Oh, da sind sogar mehrere Code-Dinger drin. Könnt ihr auch gleich laden. Immer die, wo zuerst sind, könnt ihr haben. So. Zack. So, das war noch der Code davor. So, auch einfach so ein Code drin. Könnt ihr auch haben. Gönnt euch. Ist, glaube ich, fürs Online-Game, wenn ich mich nicht irre. Kommt zum anderen Stapel in die Ecke. So. Direkt Paldea-Schüler. Okay. Oh, da sehe ich auch schon ein paar Glitzernde. Wunderschön. Ein Nebulak. Auch wunderschön. Ein Palim-Palim. Hopp. Zu weit vorgerutscht fast. Was ist denn das für ein neues, ist ein neues Element? Oder was ist das? Ist aber nicht Blitz oder so, oder? Keine Ahnung. Ein Razzaf. Nice. Landhorn. Eigentlich kann ich mal die lesen. Famipips oder Famips. Schlüsselanhänger. Direkt ein Schlüsselanhänger. Mach doch was Cooles, hey. Dann noch so. Black Adam Style, ganz dunkel. In Schwarz komplett angezogen. Delfinator. War der auch so schwarz? Nee, ne? Geil. Mimigma. Okay. Ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Würde nie wissen, wie der heißt. Und eine Basisenergie. Siegelisse? Nee, oder? Nope. Und Licht. Basisenergie. Ja, drei schöne. Delfinator. Jetzt leer. Muss hier ein bisschen Platz machen. Ich bin schon so voll mit Pokémon-Karten, die hier rumliegen. Mach mal Pikachu als nächstes auf. Jetzt bin ich gespannt. Ja, komm schon. Wunderschön. Wie immer ein Code drin. Könnt ihr euch gönnen? Ein Lapras. Auch nice. Sehr schön. Pantimimi. Sehr schön. Ich glaube, da habe ich noch gar nicht den Pantimimi. Moptif. Schmerbe. Gengar. Nice. Leider nicht Glitzer. Schade. Ein Kirlia. Nee, leider nicht Glitzer, das Gengar. Auch nice. Oh, Irokex. Ein Pikachu. Nice. Sieht geil aus. Ein Pikachus. Heuler. Mondscheinhügel. Ich und meine Trainerkarten. Katastrophe. Und Friedwurf. Nice. In Glitzer. Mit der Basisenergie. Aber im Pikachu war Pikachu drin. Nicht schlecht. Und Glitzer. Wunderschön. Kommen wir zu diesem Riesenwal. Ah, das war das Legendäre in dem Drachensee, ne? Der mit dem Kleinschild. Keine Ahnung, wie es hieß.
Ich habe das auch nur einmal kurz durchgezockt, das Karmesin. Dankeschön. Da könnt ihr wieder Code nehmen. Wunderschön. Den Code kann man wegmachen. Und da haben wir ein schönes Menki. Affenprügel. Flatutut. Flatutu. War es Pikachu normal? Okay. Habe ich vorhin Glitzer bekommen. Nice. Gruff. Vorentwicklung von Friduf, wie der heißt. Elfun. Noch ein Razaf. Komm, jetzt schon die doppelt, ne? Landhorn. Hatte ich, glaube ich, auch, oder? Zack. Zwiebs. Meine Freunde, in Glitzer noch. Den haben wir auch schon, glaube ich. Sulot. Im Japanischen, ne? Aber wir haben nicht die. Wer ist dieses? Ganzbild. Karte. Und X. Sehr schön. Basis wieder. Mopex. Auch Glitzer. Sehr schön. Und eine Basisenergie. Nicht Glitzer. Was ich mir eigentlich gefragt, hinten die Karten, ne, sehen so aus bei uns. Was ich mich gewundert habe, die japanischen sehen hinten so aus. Oder gibt es bestimmte Packs? Krass. Schon ein Unterschied, ne? Die sehen alle so aus, japanische. Aber die, was in Europa hergestellt werden? Oder hier in Deutschland? So. Ist das ein großer Unterschied oder was? Keine Ahnung. Doch. Hat mich nur gewundert. Ich dachte, hinten wären die alle gleich. Schon. Ja, genau. Den machen wir auf. Aber ich glaube, es sind die gleichen. Weil ich sage, wir haben zwei verschiedene Packs und haben fast die gleichen Viecher bekommen. Rasa doppelt, Pikachu doppelt plus Glitzer, wie immer. Wer Bock hat. Oh, Felino. Paldea Felino. Sehr schön. Wie so ein Zwiebs. Sag doch. Ich glaube, es sind die gleichen, bloß andere Bilder vorne drauf. Floinkel. Ne, Flickneul. Flickneul. Floinkel war das Schweinchen, gell, was läuft. Nochmal Schmerbe haben wir, glaube ich, auch doppelt. Ein Hyperball. Noch ein Irokex, den haben wir auch schon. Elfun haben wir auch schon. Und das Motoknatox haben wir, glaube ich, auch. Aber jetzt ein Glitzer. Elfun im gleichen Pack. Einmal Glitzer, einmal nicht, hä? Eine Mila. Nicht sogar Glitzer. Nice. Und die Basis. Sogar noch ein ganzes Bild. Sehe ich gerade. Ganze Art Design auf dem ganzen Bild. Sehr schön. Nächstes Bild ist wieder der hier. Den haben wir schon einmal geöffnet. Aber ich sage, jetzt sind die gleichen Karten, glaube ich. Das sind die gleichen. Das ob. Wieder ein Code für euch. Wunderschön. Jetzt gleich weiter mit einem Pantimimi. Alpollo. Hefell. Und Magma. Sehr schön. Das ist, glaube ich, Flunkel, oder? Davor, Vergrunz. Glutexo. Glurak wäre geiler. Aber trotzdem geil. Wunderschön. Leider nicht Glitzer. Ah, Gengar haben wir schon. Wieder nicht Glitzer. Könntest du mir Glitzer geben? Komm. Lapras dafür. Nice. Den haben wir davor auch normal bekommen. Jetzt Glitzer. Sehr geil. Flat Tutu. Und dritte ist. Oh. Wieder ein Richter. Katastrophe. Also mein Glück mit den Trainern geht einfach so weiter, ne? Richter bekommen. Nur Menschen, die kriege ich in Full Art, so wie es heißt. Full Card Art, wie nennt ihr das? Wo die ganze Karte bemalt ist, wunderschön. Die sehen aber auch geil aus, muss man sagen, ne? Die sehen richtig geil aus, diese, wo die ganze Karte bemalt ist.
Kann man nichts sagen. So, ich habe noch drei Stück noch. Kommt nochmal der hier. Der King. Der kann auch drin sein, also wäre nicht schlecht. Würde ich nehmen. Mit dem Öffnen geht es langsam immer besser. Und wieder für euch. Oder für den ersten besser gesagt. Den habe ich jetzt schon dreimal, glaube ich. Geht gleich so weiter mit Menki. Over ist neu, glaube ich. Paldeo, Felino nicht. Den haben wir schon. Zips haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal. Elfun auch. Leval. Wenigstens nicht Glitzer. Lantern haben wir auch schon ein paar Mal jetzt. Zack. Ein Kamaup. Glitzer, schön. Relaxu. Wunderschön. Auch fresh aus. Und Mastiffioso. Sieht auch fresh aus. Auch Glitzer. Geil, geil, geil. So. Und wieder nur ein normale. Schade. Jetzt kommen wir zu Pikachu. Das zweite Pikachu. Und vorletzte Pack. Da haben wir einen Code für euch wieder. Trassler, der ist neu. Moptif ist auch neu. Frospino. Sieht auch ganz geil aus. Knabtox haben wir einen Glitzer. Fletiamo. Geiler Name. Elektrischer Generator. Okay. Und Irokex. Jetzt müsste aber. Habe jetzt schon ein paar Mal, ich wollte schon Rassauf sagen, aber nur ein Menki. Aber Glitzer. Nestballglitzer. Ich wollte mich verarschen. Und. Verarscht. Nee. Der ist nice. Aber ich habe, glaube ich, den schon besser, ne? Aber sieht auch nice aus, ne? Kann man nichts sagen. Richtig cool. Aber ich glaube, den haben wir schon in kompletter Art, glaube ich, dass die ganze Karte wieder ist. Und ein Unlicht. Sehr schön. Jetzt kommt die letzte, die hier. Wunderschön. Ich vergesse den Namen von dem Ding immer. Ich habe es voll vergessen. Aber ich fand den so geil. Ich hatte im Team bei Karmesin. Aber ich weiß echt nicht mehr, wer das ist. Mach mal auf. Wie immer für euch. Wunderschön. Das ist der letzte. Komm, hau einen Banger raus, so ein Glurak. Schmerbe. Alter, die habe ich so oft. Die kleinen Zwiebs. Sonderbonbon. Nice. Glumanda. Ey, jetzt, wir haben Glutexo. Jetzt fehlt nur noch Glurak. Komm. Nur noch ein Glurak. Kaokto. Okay. Elektrischer Generator. Donphan Glitzer. Sehr schön, oder? Ne, das ist normal. Ah, okay, die Glitzern kommen jetzt erst. Komm, komm, komm. Den habe ich schon, glaube ich. In Japanisch. Oh Mann. Tentagra. Ich glaube, den haben wir auch auf Japanisch. Wird nicht besser, hä? Jalapeno. Komm, komm, komm. Den haben wir gerade erst. Oh, nee, nee. Schade. Ich glaube, die besten waren die Trainer, ne? Oh Mann. Schau ich kurz durch. Das sind alle Glitzern. Ui, fliegt hier alles raus. Der sowieso. Dann müssen wir die Promokarten, die jetzt sowieso bekommen. Da kommt jeder. Ah, stimmt, der Delfinator war der. Noch mit dem Vollbild. Was war noch so Vollbild? Ah, den haben wir auch schon, glaube ich. Sieht halt nur ein bisschen anders aus. Und sie ist auch Vollbild. Ja, wir haben halt Pech jetzt gehabt mit den ganzen
Haben wir geile Pokémon und nicht die ganzen Trainer, ey. Der ist cool. Ja, schade. Aber kann man nichts sagen. Waren ganz gute dabei. Bloß nicht diese Full-Body-Dingsbums-Arten, ne? Auf jeden Fall sage ich danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von Air Production. Und bis zum nächsten Mal beim Pokémon öffnen. Karten öffnen. Bye bye und ciao.